Also wir sind hier auf einer Rennstrecke in Andalusien. Ich habe einen neuen GT3 Porsche dabei. Der GT3 muss ein sportliches Auto sein, das muss ein bisschen aufs Gewicht aufpassen. Und es ist ein Auto, ein Sportwagen. Das heißt, es wäre auch ganz gut, wenn man damit optimal auf einer Rennstrecke fahren kann. Auf der einen Seite, wie gesagt, sind die Bremsen ziemlich gefordert, weil ich eben zweimal auf Spitzkern zufahre mit hoher Geschwindigkeit. Ich habe oft enge Kurven, wo ich wirklich schauen muss, ob das Auto gut einlenkt oder ob es zum Untersteuern neigt. Und das Auto muss natürlich auch, ist ganz klar, eine sehr gute Traktion haben, denn von diesen engen Kehren raus muss ich wirklich die 500 PS auf die Straße bringen, und da ist natürlich unser Auto prädestiniert mit dem Heckmotor, haben wir eine ausgezeichnete Traktion. Fühle mich gut. Macht einen riesen Spaß. Auto fährt hier vom Hemming her perfekt, hat weder Untersteuern noch Übersteuern. Es gibt eine Stelle, wo eine große Welle ist. Das steckt da wunderbar weg, ohne dass ich irgendwelche Korrekturen am Lenkrad machen muss. Also es ist wirklich eine perfekte Strecke, um zu zeigen, was unser Auto kann.